Das sind sie, die Helme der Rennfahrer, die auch auf der Landstraße eine richtig gute Figur machen. Und deswegen schauen wir uns an dieser Stelle die Top 5 Racing-Helme 2023 an, die wir auch als Normalsterblicher so kaufen können. Nämlich den Shoei XSPR Pro, den AGV Pista GPR R, den Next XR 3 R, den Shark Race R Pro GP und den HJC RV 1. Und jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute auf Helmexpress TV zu einem neuen Video begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und wahrscheinlich war eine Entscheidung nie so schwierig wie zwischen diesen 5 Racing-Helmen, die natürlich alle eine sehr gute Figur machen und die man alle natürlich bei uns auch im Shop kaufen kann. Deswegen, wenn ihr darüber nachdenkt, so einen Helm euch zuzulegen, dann schaut zumindest mal bei uns vorbei und gebt uns auch eine Chance. So, jetzt aber zu den Bewertungskriterien, denn wir haben uns das Ganze natürlich nicht aus den Fingern gezogen. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen zusammengefasst, denn es wurden zum Schluss relativ viele Entscheidungskriterien. Im Übrigen, wenn ihr wirklich Bock habt, könnt ihr die Excel-Datei auch dazu kriegen, die ich zur Bewertung erstellt habe. So, also wir haben Außenschale, das heißt Materialien, Verarbeitung, Anzahl der Schalengrößen etc. Das macht 25% der Bewertung aus. Dann haben wir das Visier, 18,5%. Das beinhaltet, gibt es ein Pinlock-Visier. Ist das auch gleich im Lieferumfang enthalten? Wie viel Auswahl habe ich auch an verspiegelten Visieren, getönten Visieren etc.? Wie dick ist das Visier? Dann ist es das Innenfutter mit 7,5%, Belüftungssystem 5%, Gewicht macht 10% aus. Dann habe ich die Garantie, wie sind da die Bedingungen? Habe ich wirklich nur die 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung oder habe ich hier sogar 5 oder gar 7 Jahre Garantie? Wie sieht es aus mit der Homologation? Also welche ECE-Norm erfüllt der Helm? Und habe ich vielleicht auch eine FIM-Homologation, also eine, ich sag mal, Rennzulassung? Und der Preis, der macht 12,5% aus. Und ja, das ist natürlich mein Thema. Rennhelme sind nicht gerade günstig. Das war jetzt genug der Vorbereitung. Jetzt starten wir mit unserem sehr guten 5. Platz. Mit dem Shark Race Air Pro GP einen Original Gangster. Einen Helm, den es so seit einigen Jahren gibt. Die Basis dessen ist wahrscheinlich schon um die 10 Jahre alt. Es ist ein Rennsporthelm, der auch dafür gesorgt hat, dass diese Rennhelme bei Privatpersonen, bei Freizeitfahrern auch überhaupt auf die Köpfe gekommen sind, würde ich fast sagen. Ich bin mir auch sicher, dass die Konkurrenz auch da immer so ein bisschen rübergeschielt hat, wenn die ihre Helme konstruiert haben. Wobei die ja natürlich gegenseitig immer mal schauen. Hier ein schönes Red Bull Dekor und ihr seht einfach, die Silhouette ist absolut krass. So wäre sie korrekter, so sollte man ihn eigentlich halten. Der GP-Spoiler, brutal. Der ist komplett geschlossen, das ist also wirklich nur Funktionalität. Im Übrigen gibt es diesen Helm auch ohne den Spoiler, den Shark Race Air Pro. Und die GP-Variante sieht dann entsprechend so aus. Wir haben hier eine 100% Carbon-Außenschale. Es gibt allerdings auch nur 2 Abstufungen. Hier sind andere Hersteller nochmal ein bisschen aufwendiger unterwegs und konstruieren dort kompaktere Helme. Wobei kompakt mit dem Spoiler sowieso relativ ist, sage ich jetzt mal. Einfach mein Vorführer hat hier schon ein dunkles Visier drauf, denn das ist im Lieferumfang enthalten. Das kann auch von Dekorvariante zu Dekorvariante variieren. Das will ich also jetzt nicht sagen, dass das immer dabei ist, aber ja. In diesem Fall war es auf jeden Fall dabei. Wir haben 4 Belüftungen, nämlich eine hier unten. Wirklich schön zu öffnen. Ja, man muss sie ganz aufmachen. Also hier haben wir keine Zwischenstufe. Dann haben wir hier eine Augenbrauenbelüftung. Und wir haben hier natürlich 2 flache Belüftungen. Und insgesamt sollen wir 6 Entlüftungen haben, die primär sich darunter befinden. Wir haben schönen dichten Kinnwindabweiser. Das alles ist richtig zu. Wir haben hier auch... Ja, es ist ein Neoprenmaterial. Auf jeden Fall haftet daran kein Dreck. Das ist für mich immer wichtig. Wir haben hier ein Sanitized-Innenfutter, was antibakteriell ist, einen super guten Feuchtigkeitsabtransport hat. Und das Ganze können wir natürlich auch rausnehmen, um es zu waschen. Den hier, den großen Kinnwindabweiser, den kann man übrigens auch rausklipsen, beziehungsweise wenn man den Helm kauft, dann muss man es reinklipsen. Das Visier, wir sprachen es gerade kurz schon an, das lässt sich erstmal sehr schön öffnen. Und dann ist das
ein Pinlock-Visier bzw. ein Pinlock-vorbereitetes Visier. Und hier kommt der Knackpunkt, denn die Pinlock-Linse ist nicht mit im Lieferumfang enthalten. Doof für uns als Freizeitfahrer, sage ich jetzt einfach mal. Aber muss man wissen, muss man sich dann eben dazu bestellen. Hat auch einen Hintergrund, warum Shark das nicht macht. Zwar sind Rennfahrer grundsätzlich ohne Pinlock-Linse unterwegs, weil nur so die optische Klasse 1, also die Verzehrfreiheit, die vollständige Verzehrfreiheit des Visiers gewährleistet wird. Ja, dafür bekommen wir eben zwei Visiere dazu. Ist jetzt ein fairer Tausch, würde ich sagen. Aber man muss es eben wissen, weil wenn es dann doch kälter wird etc., dann ist das einfach ein Komfortfaktor, den wir als Freizeitfahrer durchaus wählen sollten, gerade wenn wir doch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, um uns einen Motorradhelm zuzulegen. Weil der Helm eben schon ein paar Jährchen älter ist, haben wir hier die ICE 2206, die erfüllt wird. Allerdings baut darauf auf die FIM-Zertifizierung, die eben höhere Ansprüche hat. Und wir haben einen Sharp-Test mit 5 Sternen, also der Bestnote. Das heißt also, auch ohne ICE 2206 ist dieser Helm sicher. Zudem geht Shark ziemlich offensiv damit um, dass wir hier 5 Jahre Garantie haben. Das heißt also die 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung. Und dann registrieren wir den Helm auf der Shark Homepage und bekommen nochmal 3 Jahre Garantie obendrauf. Haben also für die komplette Helm-Lebensdauer eigentlich eine Garantieabdeckung, was natürlich eine coole Sache ist. Dann, wir haben eben gar nicht drüber gesprochen, schönen eloxierten Doppel-D-Ring-Verschluss. Und preislich bewegen wir uns im Segment von 849 bis 1149 Euro und damit so im etwas erhöhten Mittelfeld der Racing-Helme. Und jetzt probieren wir ihn auf. So, dann setzen wir ihn jetzt mal auf. Und zwar muss man davor sagen, die sind alle meine Größe, sind alle Größe M, die Helme, beziehungsweise der AGV ist ein ML, aber grundsätzlich sind die alle in meiner Größe. Und Rennhelme aufzusetzen gibt, wie mein Chef sagt, immer einen heißen Satz Ohren. Und ich halte das hier schön auf und dann muss man einfach durch. Also da darf man nicht ganz zaghaft sein und keine Ahnung, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch ist. Bei mir sind immer die Ohren umklappt. Doppel-D-Ring-Verschluss mache ich jetzt mal zu. Hier mit Druckknopf, den ich zumachen kann. Richtig, richtig gut ausgepolstert, also da bewegt sich nichts. Hier 2 Finger über der Augenbraue, passt. Mache das Visier zu. Also die Visier, hier das Stück, wo ich hier anfasse, wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ich mache es auch wieder hoch. Also horizontal sehe ich die Ränder, die sehe ich nicht. Hier natürlich den Nasenwindabweiser so ein bisschen im Sichtfeld. Hier oben passt, passt vollkommen. Super angenehm zu tragen. Ja, wirklich angenehm. Aufsetzen ist halt dran. Sind natürlich auch alle neu, ne? Das darf man auch nicht vergessen, dass sich die Helme auch noch ein bisschen setzen. Und umso stärker ein Helm am Anfang ausgepolstert ist, desto mehr Potenzial ist natürlich auch, dass es sich über die Jahre hinweg ein bisschen setzen kann. Im Übrigen habe ich noch 2 weitere Helme für euch bei uns in der Instagram-Story. Die sind ein bisschen schwerer, haben dafür aber auch mehr Ausstattung. Zum Beispiel in Form einer Sonnenblende findest du eben in unserer Instagram-Story. Und wenn du es etwas später sehen solltest, dann schau mal im Story-Highlight Gear. Da habe ich dir alles reingepackt, da kannst du mal nachschauen. Ja, auch wenn das Geschrei groß ist, der AGV Pista GPRR ist auf unserem 4. Platz. Und zwar muss man dazu sagen, es ist auch die Variante, die noch nach der ECE 2205 homologiert ist. Ja, AGV hat schon den neuen auf der Seite. Ja, es ändert sich nur die Homologation. Ich weiß nicht, wie sich auch die Konstruktion verändert, das will ich dazu sagen. Aber optisch gibt es zum Beispiel auch genau dieses Dekor, den Futuro mit der Forged Carbon Außenschale gibt es genauso. Da sind wir auch schon bei der Außenschale. Wir haben hier zwar Forged Carbon, aber gibt es natürlich auch in Normalcarbon. Und zwar jeweils in 4 Helmschalengrößen. Schöner, kompakter Helm, der so in der kleinsten Helmschalengröße 1450 Gramm auf den Markt bringt, auf die Waage bringt natürlich. Und das natürlich auch inklusive dieser Schönheit. Im Übrigen, der einzige Racing-Helm, der mir bekannt ist, der auch in Forged Carbon überhaupt erhältlich ist. Pinlock-Visier haben hier dann auch eine Pinlock-Linse im Lieferumfang und das ist dann von der jeweiligen Edition abhängig. Hier zum Beispiel bei der Futuro-Variante, die zum Beispiel bei uns auch schon ausverkauft ist, gab es dann eben das blau verspielte Visier dazu. Deswegen also, wenn ihr euch für den Pista interessiert, dann schaut gerne mal vorbei. Wir sind da relativ ausgesucht und bis der 2206er wirklich bei den Händlern ist, wird es noch ein bisschen dauern.
Arretierung klingt auch schon schön. Ja, das ist sehr schön gemacht. Die Belüftung als solches ist permanent. Es gibt auch noch so Stopfen, die man da reinmachen kann. Ob man das will, ist dann eben jedem selbst überlassen. Als solches, ne? Optik brutal, muss man wirklich so sagen. Guck mal rein. Auch hier Doppel-D-Ring-Verschluss. Hier Emergency Release System. Hier ist die Vorbereitung für den Trinkschlauch. Den habe ich mit meinem Vorführer nur schon rausgenommen. Also der ist auch ab Werk hier drin. Ich habe da also so ein Stück Schlauch. Allerdings hat er mich einfach genervt beim Fahren. Also dieser Helm ist auch nicht ganz neu. Den hatte ich auch schon für Instagram-Bilder etc. auf. Im Übrigen bei der neuen Variante fällt die Größenaufteilung ein bisschen anders aus. Also dieser hier ist zum Beispiel Größe ML und dann gibt es auch noch die Größe SM. Das gibt es dann nicht mehr. Also es gibt dann die normalen Größen XXS, S, M, L, XL, XXL, fertig. Also diese Zwischengrößen, die für mich den Fit vom AGV immer perfekt gemacht haben, habe ich zum Beispiel in meinem K6 auch. Das wird sich zeigen, aber da bin ich echt gespannt drauf, dass man da mal ein bisschen was verändert hat, was dann ja scheinbar mit der neuen Homologation zu tun hat. Optik brauchen wir uns beim Pista nicht drüber unterhalten. Das ist der bekannteste Helm, das ist der prestigeträchtigste Racing-Helm, den du dir kaufen kannst. Wenn du damit auf den Platz rollst, bist der coolste. Den kennt eigentlich jeder Motorradfahrer und das macht ihn natürlich für viele auch so interessant. Und deswegen war AGV auch so vorsichtig und hat den neuen, auch wirklich optisch nicht verändert. Um nochmal einen Sprung zurück zum Visier zu machen. Wir haben hier ein horizontales Sichtfeld von 190 Grad und vertikal von 85 Grad. Das Visier ist in der Mitte 5 mm dick. Also hier bewegt sich auch nichts. Das ist super geil. Also es macht wirklich Spaß. Ja, es nimmt auch so ein bisschen Lautstärke raus, wobei das zu vernachlässigen ist. Da ist eher die Abdichtung ums Visier, die auch geil ist, von größerem Wert. Allerdings, man muss auch dazu sagen, durch die Belüftung und dadurch, dass das hier doch ein bisschen offener ist als bei anderen Helmen, ist das auch nicht der leiseste Helm, aber der schönste. Preislich sind wir mit 1300 bis 1650 für die ECE 2205 homologierte Variante am teuersten. Und so viel kann ich schon mal spoilern, mit der 2206er Variante wird es noch ein bisschen teurer. Als wir den Race Air Pro aufgesetzt haben, habe ich ja gesagt, dass alle Helme neu sind. Stimmt nicht ganz. Den Pista kennt ihr ja schon von Instagram, den bin ich schon gefahren. Also auch genau diesen Helm. Dementsprechend geht er jetzt auch ein bisschen einfacher auf den Kopf. Vielleicht macht das aber auch die Zwischengröße, denn der Race Air Pro saß bei mir nochmal deutlich strammer. Hier ist der Druckknopf ein bisschen schöner positioniert. Da komme ich ein bisschen besser dran. Sonst komfortabel. Ja, fühlt sich leichter an als der Race Air Pro, muss ich sagen. Dafür steht das Visier ein bisschen weiter ins Sichtfeld rein. Der Nasenwind weist dafür etwas weniger. Hier sehe ich sie wieder gar nicht, die Ränder. Horizontal, pass auf. Pass auf. Ich kann das Visier auch nur ganz aufmachen. Also er bleibt nur so stehen. Eine mittlere Position gibt es nicht. So ist, also es gibt eine Belüftungsposition. So. So kann es mir auch nicht aufwehen. Ich bekomme hier nochmal Luft rein, aber es kann mir nicht aufwehen. Ja, komfortabel zu tragen, der Helm. Optisch genial. Das wissen wir ja schon. Ja. Made in Italy. Platz Nummer 3 hat für mich letztes Jahr, als er rausgekommen ist, eine neue Generation von Racing-Helmen eigentlich eingeleitet. Der HJC RV11, der natürlich getragen auch irgendwo in dieser Position sein wird. Schön mit dem Aero-Spoiler, oftmals in Transparent oder fast immer in Transparent. Und zwar haben wir hier auch das erste Mal einen Helm mit der neuen Helmprüfnorm, der ECE 2206. Und ja, wie gesagt, das ist eben ein bisschen eine neue Generation auch für mich. Denn HJC hatte vorher auch keinen Racing-Helm, der für uns als Normalsterbliche zugänglich war. Und sie haben es damit geschafft, zumindest für mich, auch Sportlichkeit mit Komfort sehr schön in Verbindung zu bringen. Es ist jetzt auch das erste Mal ein Helm, der keine reine Carbon-Außenschale hat, sondern wir haben hier ein Fiberglas als Basis mit Carbonfasern und Carbonglas-Hybridfasern in Kombination. Das Ganze erlaubt ein Gewicht von 1500 Gramm in Größe M hier zum Beispiel. Also wirklich auch schön leicht, allerdings auch nicht die allerleichtesten, denn wir werden gleich auch noch einen Helm sehen, der noch leichter ist. Aber 4 Helmschalengrößen, also wieder ein sehr kompakter Helm. Pinlock-Linse direkt im Lieferumfang enthalten. Ist
in diesem Fall noch nicht montiert bei meinem Vorführer. Das Ganze lässt sich öffnen, indem ich den Schieber zurückmache. Kann ich das aufmachen? Ist dann jedem selbst überlassen, ob ihr das wirklich jedes Mal zumacht, wenn ihr im Landstraßenbetrieb in der Freizeit unterwegs seid. So ist es natürlich sicher, dass es auch bei 300 nicht hochweht. Denn das können wir durchaus mit dem Helm fahren. Hier eine schöne kleine Kinnbelüftung, eine größere, Augenbrauen und die Kopfbelüftung. Das passt alles. Entlüftung dann hier auch wieder unterm Spoiler. Und da wird eben geklebt und hat hier noch so Halter, sag ich jetzt mal. Schauen uns das Ganze von innen an. Hier, wie ich es am liebsten habe, Kunstlederabschluss, Emergency Release System, herausnehmbar, waschbar. Und selbstverständlich müssen Rennhelme immer Doppel-D-Ring-Verschluss haben. Im Übrigen, weil das hier eine unifarbene Variante ist, steht hier auch gleich FIM drauf. Die FIM-Homologation bekommen wir aber bei allen Helmen, die wir uns heute anschauen werden. Um die Vergleichbarkeit auch zu gewährleisten, muss man sagen, die kleinste Helmscharengröße wiegt 1400 Gramm und ist damit leichter als Pista und leichter als Race Air Pro. Wo HOC wieder ziemlich offensiv mit umgeht, ist mit der Garantiegeschichte, nämlich 5 Jahre ab Kauf oder 7 Jahre ab Herstellungsdatum. Also ihr habt hier in der Regel, ja, ich sag mal 6, 6,5 Jahre auf jeden Fall mal Garantie drauf, was natürlich schon ziemlich geil ist, muss man wirklich sagen. Preislich liegen wir hier zwischen 699 Euro und 949,99 Euro, also irgendwo im mittleren Preissegment. Und jetzt setzen wir das Ganze mal auf. RV1 müssen wir das Visier erst aufmachen. Ah, jetzt ist hier der Doppel-D-Ring-Verschluss noch zu. Gar nicht so einfach mit einer Hand. Also ich muss sagen, die Helme sind komfortabler aufzusetzen als der Race Air Pro, der wirklich, wirklich eng geschnitten ist. Sichtfeld ist, glaube ich, gefühlt am größten. Gefällt mir richtig gut. Hier habe ich eben eine Rasterung, hier kann ich es. Auch in verschiedenen Positionen bleibt es stehen. Ich mache es mal einmal zu. Da muss man sich, glaube ich, dran gewöhnen. An den Verschlussmechanismus. Ob man den in der Praxis immer benutzt, ist was anderes. Ja, Komfort ist beim Pista und auch jetzt beim RV1 vollkommen in Ordnung. Also das passt wirklich. Ja, und jetzt wird es richtig spannend. Die Plätze 2 und 1. Und es geht wirklich nur nach der Excel-Liste und nach Hard Facts. Es wird richtig spannend. Wir machen weiter mit Platz 2. Platz 2 ist der brandneue Shoei XS PR Pro, der wirklich, wirklich nah an der Perfektion dran ist. Erstmal gefällt mir persönlich richtig gut, aber das ist natürlich Geschmackssache. Der ist anders als die anderen Helme nicht so auf die Fresse Aerodynamik. Ja, beim RV1 und auch beim Nex, der jetzt eben gleich noch kommt, können wir den Aero-Spoiler weglassen. Aber dieser Helm ist so, wie er ist, vollständig und der sieht so schön aus. Wir haben hier das AIM Plus System als Außenschale. Das heißt also wieder kein reiner Carbonfaserhelm. Fiberglas ist die Basis und dazu kommen dann organische Fasern und High-Performance-Fasern. Was heißt jetzt High-Performance-Fasern? Das heißt, Shoei-Sprache für verrate ich euch nicht. Hier in diesem Fall mit schwarz getöntem Visier. Das habe ich aber mir dazu besorgt. Kommt eigentlich mit klarem Visier, zumindest in ja, der uniformen Variante. Belüftung. Belüftung, 2 schöne Belüftungen im Kinnbereich und dann haben wir hier die Triple-Lüftung in der Mitte, links, rechts und hier ist dann die Entlüftung. Einfach ein cleaner Helm, wieder in 4 Helmschalengrößen, gucken rein, Kinnwidabweiser. Hier ist noch ein kleiner Aero-Spoiler, den habe ich nur nicht dran. Der sieht dann aus wie folgt, ihr seht also hier unten sitzt unterm Kinn noch ein kleiner Luftableiter, sag ich jetzt mal. Doppel-D-Ring-Verschluss. Schön Kunstleder. Hier ist es nicht Kunstleder, aber hier ist es auch schmutzabweisend. Innenfutter, herausnehmbar, waschbar, geiler Komfort. Aber dazu setzen wir jetzt auf. Über den Komfort sprechen wir gleich nochmal, wenn ich ihn aufsetze. Im Übrigen, aerodynamisch ausgelegt bis 350 km/h. Und das für den verhältnismäßig kleinen Spoiler, den der nur hat. Da frage ich mich, warum haben die anderen so riesen Spoiler daran? Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was war das Schnellste, was du jemals mit dem Motorrad gefahren bist? Ich bin echt gespannt. Preislich liegen wir hier zwischen 799,99 und 949,99. Das heißt also, wir sind hier von der Einstiegsklasse ein bisschen teurer als bei HJC, aber definitiv
unter den anderen beiden Helmen. Also was den Einstieg zumindest angeht. Man kriegt es natürlich nicht so dargestellt, nicht so rübergebracht bei allem, was du hier anfasst. Wir haben das Visier noch gar nicht aufgemacht, was natürlich auch ein großes, klares Pinlock-Visier ist. Auch das Max Vision 120, was wir eigentlich überall sehen. Minaritierung. Das ist alles hundertprozentig von der Verarbeitung. Hundertprozentig. Und das ist, glaube ich, auch das, warum Shoei so viele Fans hat. Nicht, dass die anderen Helme schlecht sind, aber das hier ist... Das ist krass. Am Ohr haben wir hier noch die Turbulatoren, die auch nochmal für die Aerodynamik und auch Aeroakustik unterwegs sind. Dann haben wir hier eine komplett umlaufende Dichtung auch. Das brauchen wir natürlich auch, wenn wir mit einem Helm so schnell fahren. Aber jetzt setzen wir ihn erstmal auf. Macht ihr eigentlich das Visier immer auf, bevor ihr euren Helm aufsetzt? Ich habe hier jetzt irgendwie die Aufgabe, euch zu beschreiben, wie der Tragekomfort ist. Also er ist einfach der komfortabelste Helm. Er ist es. Also ich habe gefühlt ein dickeres Innenfutter. Also ich kann natürlich auch variieren, dass es mir passt. Es gibt nämlich 4 Abstufungen im Innenfutter mit unterschiedlichen Stärken. Das hier ist einfach die Standardstärke. Und ja, er ist stark ausgepolstert, damit es eben auch genauso alles an Ort und Stelle bleibt, wie es sein soll. Aber es ist angenehmer, es ist weicher, man sinkt da so ein, es ist nur geil. Man hat hier halt deutlich weniger im Hinterkopf, ne? Also der Helm ist früher zu Ende, sag ich jetzt mal. Ja, Sichtausschnitt, sehr gut. Ich sehe hier den Nasenwindabweiser quasi gar nicht. Hier oben sehe ich, das kann ich quasi gar nicht sehen. Also hier oben. Also der Sichtausschnitt ist super. Abschluss ist sehr angenehm. Schaut mal hier auch. Nichts auszusetzen. Und gewonnen hat tatsächlich der Underdog. Der Nex XR3R, den wahrscheinlich viele noch gar nicht kannten, die hier auf das Video geklickt haben. Der ist erstmal super vielseitig, denn wir haben 2 Helme eigentlich. Denn wir haben entweder einen mit einer X-Carbon-Außenschale, also mit einer hundertprozentigen Carbon-Schale, was ein Gewicht von 1350 Gramm erlaubt. Also damit ist er auch der leichteste Helm. Und wir haben eine X-Matrix-Schale, was Fiberglas mit Carbon und Aramidfasern ist. Das wiegt dann 1500 Gramm und ist im Mittelfeld. Aber in der X-Carbon-Schale ist er der leichteste Helm. Und natürlich ist Nex jetzt kein kleiner Hersteller, nur im Vergleich zu einem HJC, die den einen oder anderen Helm mehr bauen, finde ich schon krass, dass es denen dann gelingt, den leichtesten Helm zu bauen. Natürlich auch mit FIM, auch mit ECE 2206 Homologation, also auch ein top aktueller Helm. Pinlock-Linse. Das Ganze arretiert ähnlich wie beim HJC-Helm. Hier vor, Kinnbelüftung, Augenbrauenbelüftung und auch hier nochmal jeweils eine Belüftung, Entlüftung am Hinterkopf, das passt alles sehr gut. Der Spoiler ist jetzt natürlich im Video drin, aber den können wir auch abmachen, beziehungsweise der kommt eben extern, das heißt also auch sehr gut für Naked Bikes geeignet. Hier unten der Abschluss schön, Emergency Release System. Egal ob wir jetzt die X-Matrix oder die X-Carbon-Schale wählen, haben wir übrigens 3 Helmschalengrößen. Das heißt also hier haben wir eine Helmschale weniger als beim XSBR Pro, beim RV1 und beim Pista. Dennoch ist er halt in der Carbon-Variante der leichteste und insgesamt baut Nex ja auch 6 Helmschalengrößen. Das darf man auch nicht vergessen. 5 Jahre Garantie haben wir hier ebenfalls, damit geht Nex auch ganz offen um. Ähnlich wie Shark oder andere Hersteller. Einfach registrieren und los geht's. Preislich liegen wir hier deutlich günstiger, nämlich bei 469,99 fängt der günstigste an in der X-Matrix-Schale. Und es geht dann hoch, muss ich gerade nachschauen, bis 699 Euro. Also da fangen manche Racing-Helme halt gar nicht erst an. Und weil Preis eben auch 12,5% der Bewertung ausmacht, ist der XR3R auch auf dem ersten Platz gelandet. Das heißt also, der Preispunkt hat ihm definitiv gut getan, weswegen er dann am Ende auch hier gelandet ist. Und dadurch, dass er halt unter 500 Euro anfängt, macht er Racing-Helme auch irgendwo zumindest ein Stück weit bezahlbar. Und die Hardfacts, die passen einfach bei dem Helm. Horizontales Sichtfeld 225 Grad mal 90 Grad vertikales Sichtfeld, das ist bombastisch. Jetzt setzen wir nochmal auf. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass der ausgerechnet eine Größe L ist. Ist im Übrigen auch ein Vorführer noch, also der darf gar nicht auf der Straße gefahren werden. Aber natürlich, die in unserem Shop dürfen alle gefahren werden. Gut, also von der Passform ist der jetzt in meinem Fall nicht ganz so eng wie die anderen.
Hier könnt ihr dann sehen, wen Helm zu locker ist. Die machen trotzdem zu, selbstverständlich. Hier auch anders als bei den anderen Helmen eben magnetisch das Ende des Kinnriemens arretiert. Das ist geil. Das ist wirklich ein cooles Gimmick. Und ihr seht jetzt hier, das ist alles ein bisschen locker in meinem Fall. So sollte es nicht sein. Das bewegt sich alles ein bisschen zu stark. Nichtsdestotrotz fällt es mir auf, dass der Helm sehr leicht ist. Sichtausschnitt schön groß, überhaupt nichts einzuwenden. Den Nasenwindabweiser sehe ich aufgrund der höheren Wölbung ein bisschen mehr als beim XSPR Pro. Hier ist er natürlich dann auch weniger schnell zu Ende, der Helm. Kein Vor- oder Nachteil. Vom Komfort ist er auch super angenehm. Allerdings ist es halt nicht wie beim XSPR Pro, dass man so wie so eins mit dem Helm wird. Es ist ja aber auch nicht schlechter als beim Pista oder beim RV1. Abschlussplädoyer. Also, unser fünfter Platz war der Shark Race Air Pro GP, der das ganze Thema Rennsporthelme, ich will nicht sagen angefangen hat, aber mit definiert hat. Ein krasser Helm, den du aber auch entsprechend kombinieren musst, damit es cool aussieht. Mit einer richtig coolen Kombi, mit einem entsprechenden Motorrad. Das muss jetzt kein super neuer Sportler sein, aber es sollte dann doch ein Sportler sein. Also das hier ist puristisch, muss man wirklich sagen. Dann der Pista, mit dem du automatisch der Coolste bist, der nicht umsonst nicht verändert wurde, weil die Ästhetik, das kann AGV einfach, die ist absolut, absolut heftig. Er ist halt aber auch teuer, ne? Also der Preispunkt ist extrem. Du bekommst aber auch so Details wie diese Forged Carbon Außenschale, zumindest aktuell, meines Wissens, nirgendwo anders. Er ist natürlich auch irgendwo so teuer, weil der von Valentino Rossi so gehypt wurde und ich kriege so oft die Nachricht, hier mein absoluter Traumhelm, mega geil. Er ist einfach super beliebt, das weiß AGV. Er ist cool, also kannst du nicht kleinreden, er ist cool. Noch ein bisschen komfortabler in meinen Augen ist der RV1, der dann ja auch die neue Helmprüfnorm schon hat, beziehungsweise die kriegt er natürlich auch dieses Jahr, aber komfortabel zu tragen, ne? Also Rennhelme sind ja immer so ein Thema, die sind schon stark ausgepolstert und die Ohren, die werden dann immer rot und heiß. Das ist Racing-Helme einfach so. Aerodynamik, Lautstärke. Bei diesem Helm kannst du halt auch eigentlich nichts falsch machen. Und dann, ja, Plätze 2 und 1. Mach mal wirklich absichtlich auch beim Next XR3R weiter, weil der wirklich mit Abstand der günstigste ist. Also mit Abstand der günstigste Racing-Helm, den wir haben, den du kaufen kannst. Der ist rundum solide, da passt alles. Da kriege ich natürlich auch die Ersatzteile. Ich habe eine vernünftige 5-Jahres-Garantie. Ja, da kannst du nichts bei falsch machen. Aber der Shoei ist, wie eben schon erwähnt, so nah dran an Perfektion. Der komfortabelste Rennhelm, den ich jemals auf dem Kopf hatte. Also das Ding ist, wenn der Preispunkt nicht dabei gewesen wäre, ja, wäre das der Platz 1. Also, er sieht gut aus. Er ist nicht so aufdringlich von der Optik her. Den kannst du auch zur Arbeit fahren. Hier ist ein Fussel dran. Der ist nur schön. Der ist wirklich, wirklich gut. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber da unten hängt ein X-Spirit 3. Das ist also der Vorgängerhelm. Der ist so komfortabel auch gewesen. Da habe ich so viel positives Feedback von Kunden zugekriegt. Und das ist wirklich sau angenehmer Helm. Der angenehmste Helm. Ja, mit einer Verarbeitung, die ist super krass. Also, ja, ich bin froh. Ich muss mich nicht zwischen diesen Helmen entscheiden. Die sind alle wirklich, wirklich cool. Hier kannst du dir jetzt noch ein Video zu anschauen. Und hier kannst du dir unseren Kanal mal zu Gemüte führen. Lass da gerne ein Abo da. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Und dir wünsche ich eine gute Saison. Pass auf dich auf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.